Freundschaft schüren zwischen den Brüdern. Und die zusammenbringen. Dann ist von Paul Muslim, was viel like this. But for Tariqa people, it is more important. Und das zählt natürlich für alle Muslime, aber besonders für Menschen, die sich zu einer Tariqa zählen, innerhalb einer Tariqa, müssen sich diesen Vers zu Herzen nehmen. Muslims nowadays, when you go someplace, some people, they are looking as, I don't know, very strange for you, for Muslim, not, look like not happy with you. Und das ist sehr merkwürdig heutzutage. Manchmal gehen wir zu irgendwelchen Plätzen und die, sogar die Muslime schauen einen komisch an und sehen so aus, als wären die nicht glücklich, dich zu sehen. Also nicht glücklich, einen anderen Muslim zu sehen, wo man direkt erkennt, dass er ein Muslim ist. Und die Muslime, die müssen sich eigentlich freuen, wenn sie einen anderen Muslim sehen und freuen, dass sie vereint sind unter dem Islam. Und als mindestens sollte man, wenn man einen anderen Muslim sieht, den anlächeln. Ja? Weil Lächeln auch eine Sadaka ist, so wie Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das überliefert, also uns überliefert wurde von ihm. And this for common people, little bit not good, but for people of Tariqa, there must be example for other people. Und unter den normalen Leuten im Islam ist das vielleicht, also viele befolgen diese Sache nicht mehr, aber gerade Menschen, die sich zu einer Tariqa zählen, für die ist es wichtig, als Vorbild für andere Muslime voranzugehen, auch speziell in dieser Sache. Shaitan möchte them to see somebody out of their group or their Tariqa, a little bit not so happy with them. Weil if the group of Sufi people, some minority of them, Shaitan makes them to be as is, if he's from another sheikh or from another tariqa, his enemy. Yeah. So, und Shaitan, der bewirkt sogar, dass wenn Muslime sich in anderen Gruppen befinden als man selber, dass sie sich gegenseitig sogar als Feinde betrachten. Your tariqa, Allah what give for you to be more close for Allah. Und wofür ist die Tariqa da? Allah gibt dir in einer, wenn du in einer Tariqa folgst, dass du näher zu Allah kommst. Dafür ist sie da. If you are not doing what tariqa order, you will not be near Allah. You will be far. Und wenn du nicht dem folgst, was die Tariqa dir befiehlt und was die Tariqa dir empfiehlt, dann wirst du nicht nahe zu Allah kommen, sondern du wirst weit weg von Allah sein. Allah gibt everybody some direction. Everybody can be follow one who is in right way, on the way of Prophet sallallahu alaihi wasallam. For the tariqa, any one of them, it's okay, no problem, because even tariqa people, they are very few. Und alle tariqa Menschen, also alle tariqas, leiten dich auf dem richtigen Weg. Und wir müssen da sozusagen nicht unterscheiden, sagen, die sind falsch oder die sind richtig. Und es gibt auch nicht so viele Leute, die in tariqa sind. Anyone from any tariqa, we must be happy because Alhamdulillah is same
line with us. Und deswegen müssen wir glücklich sein, wenn wir einen anderen Menschen sehen, der in irgendeiner Tariqa ist. Weil das bedeutet, dass er auf der gleichen Linie ist wie wir. Depending way of Prophet sallallahu alaihi wasallam, way of Ahl Sunnah wal Jamaah. Die gehören zum Weg von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und zu dem Weg von Ahl Sunnah wal Jamaah. And they are respecting Ahl al-Bayt, respecting Sahaba. Und alle diese Wege der Tariqa zu respektieren, die Leute von der Familie vom Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba, seine Gefährten. Well, we must be happy with them, not to be unhappy. Allah, he gave them, guide them to way of his love, way of Prophet. Wir wissen, dass ein Mensch in einer Tariqat ist. Egal in welcher Tariqat, wir müssen darüber glücklich sein, denn Allah hat ihn geleitet auf dem Weg zu der Liebe vom Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Liebe von Sahabas, und wir müssen darüber glücklich sein, wenn wir wissen, dass so ein Mensch diesem Weg folgt. Ja, deswegen seid nicht irgendwie neidisch auf irgendeine andere Tariqa oder sauer auf einen anderen Bruder, weil er sagt, er geht lieber zu dieser Tariqa, same now, not from other Tariqa. Even you are the same Tariqa, you must be happy. There's people in the same way, but maybe they have like to be with their group. No problem for this. Und deswegen macht auf gar keinen Fall Feindschaft und Unterscheidung zwischen den Leuten aus eurer eigenen Tariqa, dieser Gruppe. Dein Herz fühlt sich dort wohl, du bist zufrieden dort. Deswegen sag nicht, oh, geh nicht zu dieser Gruppe oder zu jener Gruppe, sondern geht dahin, wo euer Herz euch wohl fühlt, so wie Freunde, die zusammen sind auf dem Weg. Und das Problem ist, dass viele von denen untereinander Feinde sind. Das ist schlimm. Not from Sharia. Und das ist eine Sache, die gehört weder zu Tariqa noch zu Sharia. Yeah, saying to be Muslim, not speak to Muslim three after today, haram. Und es gibt im Islam eine Regel, dass wenn zwei Muslime gegenseitig aufeinander sauer sind, ja, dann, wenn das über drei Tage hinausgeht, zählt das als haram. How you claim you are in Tariqa and you are be enemy for your brother Muslim and in Tariqa brother, how you can be together like this and after you say I'm following Sheikh? Wie kannst du sagen, ich folge dem Sheikh und ich bin ein Bruder in der Tariqa, aber du bist sauer auf deine Brüder und redest nicht mit deinen Brüdern? Und machst Feindschaft zwischen den Brüdern und dann sagst du, ja, ich bin aber von Tariqat und folge meinem Sheikh. Wie kannst du das behaupten? This Allah will not happy with you, Prophet not be happy with you, Mashaykh will not be happy with you. Wenn du das machst, dann ist Allah Jalla Jalaluhu nicht zufrieden mit dir. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist nicht zufrieden mit dir. Und alle Mashaykh, alle Sheikhs sind auch nicht zufrieden mit dir. Und es gibt eine Regel im Islam, dass du immer sagst, und das, ja, was man auch wiederholt, dass man sagt, Allah ist Zeuge, ja? Allah sieht alles, was ich mache, Allah hört mich und Allah ist mit mir, dass wir das wissen zu jeder Zeit. This is what you have from problem, dunya problem, you must
keep it beside and to control you put your ego under your feet and be together. Und deswegen lasst alle diese Dunya-Probleme beiseite, nehmt euer Ego und macht euer Ego unter euren Füßen und schaut, dass ihr zusammen seid, alle zusammen seid. What will happen that time? What will happen? Shaitan will be sad, miserable, angry. Und was wird passieren, wenn ihr so seid? Ja, wie gerade beschrieben, dann wird Shaitan schlecht gehen, Shaitan wird traurig sein und Shaitan wird sehr sauer auf euch sein. And Allah happy with you, Prophet happy with you, Mashiach happy with you. It will be like this. Und auf der anderen Seite wird aber Allah Jalla Jalalu mit euch zufrieden sein und der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mit euch zufrieden sein und die Scheichs werden alle mit euch zufrieden sein. And it will be baraka for you, more people coming to you, to tariqa. So this what you act. Und das wird ohne Ende Segen sein für dich, wenn du es schaffst, dich so wie gerade beschrieben zu benehmen. Wenn du das schaffst, denn viele Leute werden durch dich dann, durch dein Benehmen, durch deinen guten Charakter zur Tariqat kommen.